Kreuzwegandacht, um gute Priester zu erbitten, zu Ehren der Wunde der rechten Hand. Im Namen des Vaters und des Sohnes, des Amen. Zu Ehren der Wunde der linken Hand. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen. Zu Ehren der Wunde des rechten Fußes. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen. Zu Ehren der Wunde des linken Fußes. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen. Zu Ehren der Wunde der rechten Seite. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache. Der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deine so sehr geliebten Braut. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache. Der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deine so sehr geliebten Braut. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache. Der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deine so sehr geliebten Braut. Wir bieten Ihnen mit dem Beten dieses Kreuzweges die Gewinnung eines vollkommenen Ablasses an. Bitte nützen Sie das und beten Sie besonders auch um gute Priester, für den Weltfrieden, um den Schutz der Himmelskönigin. Barmherziger Gott, in tiefer Reue und in Vereinigung mit der schmerzhaften Mutter Maria opfere ich dir nun diese Betrachtung des Leidens und Sterbens Jesu Christi auf, zur Sühne für meine Sünden und die Sünden der ganzen Welt. Insbesondere opfere ich sie dir auf, um dadurch viele gute Priester und reichen Segen für das Wirken der Priester zu erbieten. Ich will auch alle Ablässe gewinnen, die die Heilige Kirche für die Verrichtung der Kreuzwegandacht verliehen hat. Gott, hilf mir, diese Andacht gut zu verrichten. Amen. Erste Station. Jesus wird zum Tod verurteilt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Himmlischer Vater, sieh deinen viergeliebten Sohn zum schmählichen Kreuzestod verurteilt, um unserer Sünden willen. Habe Erbarmen mit uns, mit all unserer Schuld. Göttlicher Heiland, um deiner Liebe willen, mit der du das Todesurteil schweigend angenommen hast, segne die Priester, die um des heiligen Glaubens willen das Los der Verfolgung und Verurteilung mit dir teilen. Gib ihnen Kraft und Mut zum Leiden und befreie sie, wenn es zu deiner größeren Ehre ist, aus ihren Bedrängnissen. Gott, Heiliger Geist, du Geist der Kraft und des Schweigens, um des Schweigens willen, das Jesus bei dieser Station so heldenmütig geübt hat, gib allen Priestern den Geist der Innerlichkeit und des Schweigens, damit du ungehindert in ihre Seele wirken kannst. Maria, gute Mutter der Priester, erflehe uns gute, viele gute, heilige, seeleneifrige Priester. Ja, viele heilige Priester. Amen. Zweite Station. Jesus nimmt das schwere Kreuz auf seine Schultern. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Himmlischer Vater, sieh deinen viergeliebten Sohn das Kreuz wegen unserer Sünden mit offenen Armen umfangen. Habe Erbarmen mit allen Priestern, auf denen das Kreuz große Verantwortung lastet. Göttlicher Heiland, um dieser deiner unbegreiflichen Liebe willen, mit der du das schwere Kreuz auf dich genommen hast, gib du allen Priestern deinen Segen, deine Gnade, dass sie alle inneren und äußeren Kreuze mit Mut und Ergebung tragen. Gott, Heiliger Geist, du Geist des Starkmutes, um der Kreuzesliebe willen, die Jesus bei dieser Station geübt hat, gib allen Priestern große Kreuzesliebe, Leidensliebe, damit ihr äußeres Wirken umso mehr von deiner göttlichen Gnade
werde. Maria, gute Mutter der Priester, erflehe uns viele gute, seeleneifrige Priester. Ja, viele heilige Priester. Amen. Dritte Station. Jesus fällt zum ersten Mal unter der Last des Kreuzes. Wir beten dich an und lobpreisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Himmlischer Vater, sieh deinen viel geliebten Sohn das erste Mal unter dem Kreuz zusammensinken. Habe Erbarmen mit allen Priestern, die ihr Amt neu antreten. Lass sie ob aller auftauchenden Schwierigkeiten in ihrer Berufstätigkeit nicht mutlos werden. Göttlicher Heiland, um dieses ersten so schmerzlichen Fallens unter dem Kreuze willen, segne das Wirken aller Priester und Katecheten, denen die Jugend anvertraut ist. Gott, Heiliger Geist, du Geist des Eifers, erlebe ihren Eifer, die Liebe zu den unsterblichen Seelen, besonders zu den Kinderseelen. Gib ihnen Geduld und eine drängende Verantwortung. Maria, gute Mutter der Priester, erflehe uns viele neue Priesterberufe. Erflehe uns viele gute, seeleneifrige Priester, ja, viele heilige Priester. Amen. Vierte Station. Jesus begegnet seiner betrübten Mutter. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Himmlischer Vater, sieh die beiden von dir so innig geliebten Herzen, von bitterem Weh zerrissen. Habe Erbarmen mit den Priestern, die unter schweren Verfolgungen und Verleumdungen leiden müssen. Erbarme dich unseres heiligen Vaters, der Kardinäle, Erzbischöfe, Bischöfe und aller Priester. Göttlicher Heiland, um diese deine Liebe willen, mit der du deiner liebsten Mutter begegnet bist, sei du den armen, verkannten Priestern Trost und Kraft in ihren seelischen Leiden. Gott, Heiliger Geist, du Geist der Gerechtigkeit, lasse allen verachteten, verspotteten, verfolgten und verleumdeten Priestern Gerechtigkeit widerfahren. Bringe ihre Feinde zum Schweigen. Maria, gute Mutter der Priester, erflehe uns viele gute, seeleneifrige Priester, ja, viele heilige Priester. Amen. Fünfte Station. Simon von Cyrene hilft Jesus das Kreuz tragen. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Himmlischer Vater, sieh deinen vielgeliebten Sohn so sehr entkräftet, dass man Simon von Cyrene zwingen musste, ihm das Kreuz tragen zu helfen. Aber erbarme mit dem Papst, auf dem so große Verantwortung für die ganze Christenheit lastet. Göttlicher Heiland, um der Liebe willen, mit der du selbst die erzwungenen Liebesdienste belohnt hast, segne den Papst, erhalte ihn uns noch recht lange zum Segen für die ganze katholische Kirche. Gott, Heiliger Geist, du Geist der Weisheit, lenke durch den Stellvertreter Christi die ganze heilige Kirche, damit sie siegreich und glorreich aus allen Stürmen hervorgehe. Maria, gute Mutter der Priester, erflehe uns viele gute, seeleneifrige Priester. Ja, viele heilige Priester. Amen. Veronika reicht Jesus das Schweißtuch. Sechste Station. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Himmlischer Vater, sieh das Antlitz deines vielgeliebten Sohnes vom Blut, Wunden und Schlägen ganz entstellt. Habe Erbarmen mit den Priestern, die durch Fehltritte und schwere Verirrungen dein Bild, die göttliche Gnade, aus ihrem Herzen gerissen haben. Göttlicher Heiland, um der Liebe willen, mit der du den Liebesdienst Veronikas so reich belohnt hast, erbarme dich aller Priester, die lau oder in großer Gefahr sind, ihren erhabenen Berufung
untreu zu werden. Gott, Heiliger Geist, du Geist des Lichtes, erleuchte die verirrten Priester, damit sie durch Reue und Buße wieder den rechten Weg finden. Maria, gute Mutter der Priester, erflehe diesen Priestern die Gnade der Umkehr und Buße. Hilf ihnen heilig werden. Amen. Siebente Station. Jesus fällt zum zweiten Mal unter der Last des Kreuzes. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Jesus fällt zum zweiten Male unter dem Kreuz. Himmlischer Vater, sieh deinen viergeliebten Sohn zum zweiten Male unter der Last des Kreuzes zusammenbrechen. Habe Erbarmen mit allen Priestern, die mit Mutlosigkeit und Verzagtheit ringen. Göttlicher Heiland, um der Liebe willen, mit der du dich zum zweiten Male vom Sturz erhobst, um den Todesgang fortzusetzen, gib allen betrübten, selig gebrochenen Priestern die Gnade, mit Vertrauen wieder aufzustehen und den Weg des göttlichen Willens zu gehen. Heiland, lass alle deine Priester Opferpriester werden. Gib du ihnen die Kraft dazu. Gott, Heiliger Geist, du Geist der Entschlossenheit, stärke deine Priester. Richte auf, was da niederliegt, was krank, verzagt und mutlos ist. Maria, gute Mutter der Priester, erflehe uns viele gute, wahrhafte Sühnepriester. Ja, viele heilige Priester. Amen. Achte Station. Jesus tröstet die weinenden Frauen von Jerusalem. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Himmlischer Vater, sieh deinen viergeliebten Sohn, wie er trotz all seiner Leiden noch weinende Frauen tröstet. Habe Erbarmen mit allen Seelsorgern und Priestern, die es heute oft so schwer haben. Göttlicher Heiland, um der Liebe willen, mit der du die Frauen von Jerusalem getröstet hast, gib den Priestern tiefes Verständnis, Mitleid, hilfreiche Liebe, für fremde Not ins Herz, besonders für jene, die von schweren Seelenleiden heimgesucht sind. Gott, Heiliger Geist, du Geist des Trostes, gib allen Priestern die Gnade, zu finden, was verloren ging, zu stärken, was schwach und elend ist. Lass deine Priester Tag und Nacht in deiner Liebe leben, dass sie immer zu Tröster und Helfer seien. Maria, gute Mutter der Priester, erflehe uns viele gute, seeleneifrige Priester, sowohl bei uns als auch in den Missionen. Ja, Mutter, bitte um viele heilige Priester. Amen. Neunte Station. Jesus fällt zum dritten Mal unter der Last des Kreuzes. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Himmlischer Vater, sieh deinen viergeliebten Sohn, wie er zum dritten Male erschöpft zu Boden sinkt. Habe Erbarmen mit allen Priestern, die in Gefängnissen und Irrenhäusern oder unter glaubenslosen Menschen die Seelsorge ausüben, als wahre Opferpriester. Göttlicher Heiland, um des dritten so schmerzlichen Fallens willen, gib diesen Priestern Klugheit, Liebe und Geduld. Gib, dass sie als gute Hirten die verlorenen Schäflein für dich wiederfinden. Du willst ja, dass alle gerettet werden. Gott, Heiliger Geist, du Geist der Güte, senke in die Priesterseelen einen Strahl deiner Güte, deines Erbarmens, deiner Liebe für die arme, immer tiefer sinkende Menschheit. Maria, gute Mutter der Priester, erflehe uns gute Weise und kluge Priester, die den Abfall ins Heidentum noch aufzuhalten vermögen. Ja, Mutter, bitte um viele heilige Priester. Amen. Zehnte Station. Jesus wird seiner Kleider beraubt.
Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Himmlischer Vater, sieh deinen viergeliebten Sohn, die ewige Schönheit, in qualvoller Weise all seiner Kleider beraubt. Habe Erbarmen mit jenen Armen über alles erbarmungswürdigen Priestern, die ihre heilige Berufung aufgegeben und ihr Priesterideal von sich geworfen haben. Göttlicher Heiland, um der entsetzlichen Qual willen, die du bei dieser Station erduldet hast, übe Barmherzigkeit an jenen, die von der Höhe des Priestertums gestürzt, durch Abfall vom Glauben oder durch sündhaften Lebenswandel unserer Mutter, der Heiligen Kirche bittersten Kummer bereiten. Gott, Heiliger Geist, der Reinheit, wenn ich dir alles entgegne, dass deine Heiligkeit zuwider ist, hilf den gefährdeten Priestern, hilf und führe sie zurück vom Rand des Verderbens. 11. Station. Jesus wird ans Kreuz genagelt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Himmlischer Vater, sieh deinen vielgeliebten Sohn ans Kreuz geheftet, um seines Blutes und seiner heiligen Wunden willen, habe Erbarmen mit allen Menschen, voran mit allen Priestern, besonders mit jenen, die durch das dreifache Ordensgelübde gebunden sind. Göttlicher Heiland, um der qualvollen Annagelung ans Kreuz, der Schmach willen, hefte alle Ordenspriester durch die Gelübde ans Kreuz der Liebe. Festige die Laugewordenen in neuem Eifer und Streben nach Vollkommenheit, Weltpriester wie Ordenspriester. Gott, Heiliger Geist, du Geist der Beständigkeit, gib allen Priestern Eifer und Sorge für das Heil ihrer eigenen unsterblichen Seele und für einen vollkommenen, vorbildlichen Lebenswandel. Heilige deine Priester, Maria, die Mutter der Priester. Erflehe uns viele würdige und seeleneifrige Priester. Ja, viele gute, heilige Priester. Amen. 12. Station. Jesus stirbt am Kreuz. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Himmlischer Vater, sieh deinen vielgeliebten Sohn für unsere Sünden am Kreuz verbluten. Habe Erbarmen mit den Priestern, die jetzt im Todeskampf liegen und heute noch sterben werden. Göttlicher Heiland, du bist für uns aus Liebe gestorben. Habe Mitleid mit allen Priesterseelen, die mit dem Tode ringen. Sei ihnen ein Jesus, ein gnädiger Heiland. Ich bitte dich, bewahre die Priester vor einem jähen und unvorhergesehenen Tod. Gott, Heiliger Geist, du Geist der Barmherzigkeit, stehe den sterbenden Priestern bei. Verscheuche mit deinem göttlichen Licht den Geist der Finsternis von ihrem Sterbelager. Maria, gute Mutter der Priester, sei ihnen Mutter besonders in der letzten, schwersten Stunde, in der Sterbestunde. Ja, gute Mutter, erflehe allen Priestern die Gnade eines guten Todes. Amen. 13. Station. Jesus wird vom Kreuz abgenommen. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Himmlischer Vater, sieh deinen vielgeliebten Sohn, tot im Schoße seiner tief betrübten Mutter. Um ihre Schmerzen willen gib allen Priestern, besonders den Predigern und Beichtvätern Gnade, selbst die verhärtetsten Sündeherzen zu rühren und zu aufrichtiger Reue und Buße zu bewegen. Göttlicher Heiland, sieh deine liebste Mutter vom Schmerz zerrissen über deinen toten Körper gebeugt. Entfache in den Herzen aller Priester eine innige Liebe und Verehrung zu deiner reinsten Mutter, damit ihr Wirken durch ihre Fürsprache reich gesegnet sei.
Gott, Heiliger Geist, du Geist der Erkenntnis, gib allen Priestern ein tiefes Verständnis für den Wert der Leiden und eine große Geduld und Ergebung in allen Prüfungen. Schmerzhafte Mutter Maria, sei Schutz und Trösterin der leidenden Priester. Gute Mutter, erflehe uns viele heilige Priester. Amen. 14. Station. Jesus wird ins Grab gelegt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Himmlischer Vater, sieh deinen vielgeliebten Sohn im Grabe ruhen. Er hat das Werk vollendet, das du ihm aufgetragen hast. Er ist zum vollendeten Sühneopfer für alle Menschen geworden, besonders auch für die Priester und Gottgeweihten. Göttlicher Heiland, du hast das Werk deiner Liebe vollendet. Vollende auch das Werk deiner Barmherzigkeit an den armen, hilflosen Priesterseelen, die im Fegefeuer noch geläutet werden und von Sehnsucht nach deiner Anschauung verzehrt werden. Kürze ab ihre Peinen und hole sie heim, besonders die verlassensten Priesterseelen. Gott, Heiliger Geist, du Geist der Freude, nimm sie auf, die geweihten Gesegneten des himmlischen Vaters, in das Reich des ewigen Lichtes, in das ewige Vaterhaus. Maria, gute Mutter der Priester, erflehe besonders jenen, die am längsten und qualvollsten im Fegefeuer leiden, die baldige Erlösung. Hole sie heim an dein Mutterherz. Amen. Schlussgebet, Herr Jesus Christus, wir haben die Stationen deines Blutvergießens betrachtet. Du hast dich für uns erniedrigt, um uns von der Sünde zu reinigen und uns zu heiligen als Kinder deines Vaters. Wir danken dir und bitten dich um die Gnade, dass wir mit dir auch unser eigenes Blut und Leben einsetzen können, zur Verherrlichung Gottes und zum Heil unserer Mitmenschen. Lass uns in den frohen und leidvollen Stunden unseres Lebens an den Preis unserer Erlösung denken und von Herzen deine Liebe erwidern. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Maria mit dem Kinde lieb. Uns allen deinen Segen gib.